Ja, hallo Leute, hier ist der Lower Couch. Law, the Law of Attraction, das Universumgesetz der magnetischen Anziehung. Das besagt, was du selbst aussendest mit deinen frei gewählten Gedanken, Gefühlen und Überzeugungen, es erzeugt Vibrations. Und deine Körperzellen, deine Organe, deine Mitmenschen und deine Umwelt reagieren auf das, was du vibrationsmäßig aussendest. Was du sähst, das wirst du ernten. Wie du in den Wald rufst, so schallt es zurück. Erkenne dich selbst in deiner Realität. Die Realität ist ein Resultat deines Vibrations, deines Mindset. Die Realität, deine persönliche Realität, ist das Resultat deines eigenen frei gewählten Mindset. Der Millionär in der Stadt, wo du lebst, hat ein Mindset. Der Bettler auf der Straße hat ein Mindset. Und das Resultat dazu, der Lehrer hat ein Mindset und das Realitätsresultat dazu. Jeder Mensch hat ein individuelles Mindset und erlebt und dadurch individuelle Erfahrungen. Du kannst neben einem Menschen gehen auf dem Gehsteig und er wird eine andere Realität wahrnehmen, er wird andere Erfahrungen machen als du. Nicht mal eineiige Zwillinge können dieselben Erfahrungen machen, weil sie haben auch individuelle Mindsets. Dein Mindset bestimmt deine Realität. Die Realität ist das Resultat deines Mindsets. Ich rate dir, sage statt Realität Resultat und du bist viel näher an deiner schöpferischen Wahrheit. Du bist der Schöpfer deiner Realität. Die Realität ist das Resultat deiner eigenen frei gewählten Gedanken, Gefühlen und Überzeugungen. Ich weiß, die Schulweisheit will dir etwas anderes erzählen, aber schau mal, was steckt hinter der Schulweisheit? Wer bringt dir die Schulweisheit näher? Es sind Leute, die an der Macht sind und die nicht wollen, dass sie von der Macht gestürzt werden und sie wollen allen Neugeborenen und Kindern und Schülern einreden, dass da eine Realität schon besteht, die sie akzeptieren müssen, wo die Machtverhältnisse zementiert sind. Aber nein, die Machtverhältnisse sind nicht zementiert, niemand im Außen hat Macht über dich. Jeder Mensch hat die Macht über dich, die du ihm persönlich gibst. Du bist im Grunde die mächtigste Persönlichkeit in deiner persönlichen Realität, weil deine Realität das Resultat deines Mindsets ist. Du hast so lange die Macht, solange du niemanden anderen die Macht gibst, weder deinen Eltern, deinen Geschwistern, deinem Partner, dem Staatsoberhaupt, dem Politiker, deinem Chef. Niemand hat die Macht über dich, wenn du ihm diese Macht nicht gibst. Niemand hat die Macht über deine Gedanken, Gefühle und Überzeugungen. Du selbst bestimmst dein Leben. Die Realität ist das Resultat deines eigenen frei gewählten Mindsets,
das du jederzeit modernifizieren und verändern kannst. Auch wenn du von der Schulweisheit und von der Gesellschaft gehirngewaschen bist, kannst du jetzt neu starten. Sage dir, meine Realität ist das Resultat meiner persönlichen Gedanken, Gefühle und Überzeugungen. Gefällt dir nicht das Resultat, das du erschaffst, dann musst du dein Mindset verändern. Ich helfe dir gerne dabei, dein Mindset zu verändern, damit du deine Machtposition in deiner Realität einnimmst, deine Träume verwirklichst, Reichtum und Erfolg und Überfluss anziehst. Denn das ist dein natürlicher Zustand. Ciao.